wir sind jetzt kurz vor unseren Gedenkminuten zur Lage in Japan am Mirbachplatz, zu der Katastrophe, von Naturkatastrophe bis zur atomaren Katastrophe, und haben uns entschieden, das Netzwerk Weißen See, dass wir hier heute Abend Gedenkminuten machen, irgendwie möglichst viele Leute hier zusammenrufen, um zusammen innezuhalten, um diese ganze Situation zu fassen, zu begreifen und irgendwie und möglichst gemeinsam und viele die nötigen Konsequenzen draus zu ziehen. Also ich komme aus dem Kinotoni, ich bin die Chefin dort und ich habe das für eine sehr gute Idee erhalten, dass über den gesamten Bezirk der Aufruf kam, dass wir uns heute hier versammeln, um wenigstens zu gedenken sozusagen der vielen Opfer in Japan. Das Schrecken ist ja noch nicht zu Ende, aber wir können eben nur ein bisschen dafür tun. Es gibt den Preis, diese Gedenkminuten zu machen. Also Gedenkminuten als... Ich will den aus. Ich habe mittlerweile gelernt, also... aktiv hier dran beteiligt. Jetzt. Also, ich beteilige mich hier, weil mir das ziemlich auch interessiert, was da in Japan passiert ist. Und das ist ziemlich schlimm und das... man braucht halt, also man kann da nichts richtig tun, aber wenigstens, dass die Leute irgendwie daran bedenken, dass da was passiert ist. Und dass man auch zeigt, dass man sich daran auch, dass das einen berührt und so. Ich beteilige mich hier dran, weil ich mich da auch dafür interessiere, was im Ausland passiert, und ich das schlimm finde, was so alles passieren kann, und eigentlich kriegt man ja so richtig alles nicht mit, aber ja, jetzt tue ich halt irgendwas, ja. So.